Die Martin Wacker Show am Sonntagvormittag. Heute frühstücken wir mit Eva Brunner. Hallo. Sie ist Schauspielerin derzeit in Karlsruhe am K2. Eva, du bist aus Österreich. So ist es. Und hast die Schauspielkunst in Salzburg gelernt. Ja. Wie wird man so als Österreicherin an dieses Schauspiel herangeführt? Ist es in die Wiege gelegt worden damals? Selbstverständlich. Also ich habe ja viele Aufnahmeprüfungen gemacht und unter anderem in München an der Falkenberg-Schule, die mich nicht genommen haben. Naja, ich war wahnsinnig jung. Ich wusste noch nichts von der Welt. Aber ich bin immerhin in die letzte Runde gekommen. Ja. Und dann haben die zu mir gesagt, naja, also wir haben schon am Anfang gedacht, die Österreicher, die haben Talente zum Saufurtern. Na gut, also bis zum Saufurtern hat es erst gereicht, aber noch nicht ganz für die Falkenberg-Schule. Naja, dann bin ich noch mal ein Jahr rum durch die Welt gestriffen und habe Erfahrungen gesammelt oder sowas. Dann hat es geklappt. Okay, wunderbar. Und dann kam diese Schauspielkarriere, verschiedene Häuser in Deutschland, ganz wunderbare Stücke. Wir haben vorhin schon, wir reden immer vorher schon ein bisschen über mein Lieblingsmusical Nonsens gesprochen, die Mutteroberin. Ja. Wunderbare Rolle, also auch immer Schauspielerei und Gesang zusammengebracht in deiner Karriere. Immer wieder, ja, immer wieder. Es gab auch eine Zeit, wo ich das gar nicht gerne gemacht habe und das Gefühl hatte, ich muss mich mehr den ernsthaften Sprechstücken widmen und fand diese Rollen auch interessanter und hatte das Gefühl, dass mit dem Singen ist immer gleich dann so leichte Muse. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist das aber wieder meines Weges gekommen, zum guten Glück, weil macht nämlich Spaß. Ja. Und es ist ja nicht nur so locker flockig. In Absolut. Der Zwischenzeit habe ich ja auch begriffen, dass in jeder Komödie eine Tragödie lauert und umgekehrt. Und du wärst sonst nicht nach Karlsruhe gekommen ans K2, denn du hast eine fantastische Rolle einer Sängerin, die vielleicht gar nicht so singen kann, wie du singen kannst. Und du musst spielen, dass du nicht singen kannst. Komplizierte Geschichte. Reden wir gleich drüber mit Eva Brunner in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Bei mir ist die Schauspielerin Eva Brunner. Wir feiern sie gerade am K2 in Karlsruhe in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Dazu später mehr. Aber Eva, wir lernen unsere Gäste immer kennen in einem ganz kleinen Frage-Antwort-Spiel. 10 Fragen in 60 Sekunden. Oho. Bist du bereit? Na klar. Dein Sternzeichen. Bitte. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Rot. Sehr gut. Hast du ein Haustier? Nein. Geht nicht, ne, bei dem Job wahrscheinlich. Naja, es soll eine Katze demnächst reinschneiden, aber das übernimmt dann hoffentlich meine Tochter, die ist schon 18, die muss das dann. Mach dir nicht so viel Hoffnung, die Karnickel bei uns fliegen auch nur wir. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? Gar keins. Tatsächlich nicht? Ich habe ganz wild meine Wände selber bemalt mit wichtigen Sprüchen und tralala. So. Gab es dein erstes Vorbild? Hast du vielleicht ein Vorbild auf die Wand gemalt? Nee. Auch nicht? Nee. Und das Schauspielereienvorbild? Ja, doch. Also meine Tante war Schauspielerin, die war natürlich mein Vorbild, ist doch klar. Also unmittelbares Vorbild. Unmittelbares Vorbild. Wunderbar. Ja. Deine erste selbstgekaufte Schallplatte oder CD? Uiuiui, warte mal. Was war es? Beatles, das White Album. Das weiße Album von Beatles, was willst du von dem hören gleich hier auf der neuen Welle? Hast du auf den Titel? Rocky Raccoon. Okay, machen wir. Wie bist du am liebsten unterwegs? Auto, Fahrrad oder ÖPNV? Fahrrad. Okay. Bist du schon mal schwarz gefahren? Ja, selbstverständlich. Erwischt worden? Ja. So ehrlich war noch niemand. Und meine letzte Frage, vegan, vegetarisch oder Fleisch? Alles. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, alle essen immer alles bei mir. Es gibt keinen vegan oder vegetarisch drin. Das ist Eva Brunner an der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Es ist Sonntagvormittag, wir frühstücken mit Eva Brunner. Sie ist am Kammertheater, am K2 des Kammertheaters aktuell zu erleben. Wollen wir über die Rolle sprechen? Ich muss ja sagen, dieser Stoff fasziniert mich, wenn man das durchliest. Es gab eine Frau, die sagte, sie will unbedingt singen. Sie will eine wunderbare Sängerin werden, Florence Foster Jenkins. Aber sie konnte es nicht so richtig. Naja, also das weiß ja kein Mensch so genau. Offenbar, also wenn man jetzt den Biografen Glauben schenken darf, war die wohl schon musikalisch. Die hat auch sehr, sehr gut Klavier gespielt. Und auch als Pianistin war die durchaus erfolgreich. Hat auch später Klavier unterrichtet.
Wie das mit dem Singen war, als sie noch jung war, weiß ich nicht. Also laut Biografie hat die mit 17 einen Herrn geheiratet, der die Syphilis ihr angehängt hat. Mhm. Also er hatte sie, mhm, und sie hatte sie dann auch, mhm, nach der Hochzeitsnacht. Dankeschön. Und das kann wohl sein, dass das aufs Gehör geht. Also das kann, okay, sein, dass die sich tatsächlich anders wahrgenommen hat, als es rauskam. Nichtsdestotrotz hat sie einfach eine wahnsinnige Begeisterung für, ja, Singen entwickelt. Ja. Ja. Glorious heißt ja das Stück. Ja. Und es geht um diese Sängerin. Wie stellst du sie dar? Wie beschreibt ihr sie? Was ist das für ein Abend, den wir da erleben? Also die ist auf dem Höhepunkt ihres Ruhms sozusagen. Ja. Die Frau hat einfach wirklich Glück gehabt, denn obwohl ihr Vater ihr verboten hatte, öffentlich zu singen, hat er ihr viel Geld hinterlassen. Mhm. Praktisch. Mhm. Dieser Mann, dieser böse mit der Syphilis, der hat ihr auch viel Geld hinterlassen. Mhm. Und irgendwie hat sie es geschafft, selber diese Krankheit zu haben, aber trotzdem lange zu leben, mhm, und mit Hilfe dieses vielen Geldes auch eine Dame der Gesellschaft zu werden, die da in Clubs und Gesellschaften und so, auch durchaus Frauen bewegt zum Beispiel, mhm, ja, da sich für die Kunst einzusetzen und dann halt auch sich hinzustellen und selber zu singen. Und das fand sie toll. Und da erleben wir sie. Also da läuft das, diese Maschinerie läuft. Sie hat einen Lebensgefährten, der Schauspieler ist, nicht besonders erfolgreich, aber das ist ja, mhm, kein Problem. Mhm. Was er echt gut kann, ist, ihr zur Seite zu stehen und ihr das Gefühl zu geben, dass sie die Tollste ist. Ah, wunderbar. Also, herrlich. Also es ist im Grunde genommen ein Abend mit Begeisterung, mit, ja, viel Musik und, ja, mit etwas schrägen und verrückten Typen auch. Also, ja, durchaus. Mhm. Also es sind Exzentriker da zu sehen, mhm, ja. Und ich habe das Stück gelesen, ich habe natürlich auch den Film mit, mhm, Meryl Streep gesehen, und dieser Stoff macht aber so gute Laune und auch hat so eine helle Energie, mhm, finde ich. Mhm. Ja, das macht so, ist dem Leben so zugewandt. Und das macht diese Figur, glaube ich, sehr aus, dass die so optimistisch ist und sich nicht unterkriegen lässt. Ist es, ja, denn, ist es denn ein Problem, so einen Film mit Meryl Streep vor sich zu haben und dann diese Rolle zu bekommen? Muss man den Film dann gleich wieder abschalten und sagen, nee, ich bin Eva Brunner, ich muss was Eigenes machen? Wie problematisch ist das? Ja, also ich habe das zum Glück so etwas zeitversetzt, aber es ist nicht aktuell jetzt. Verstehe. Ja, so, mhm, ne? Mhm. Aber natürlich muss man irgendwann sagen, nee, aha, das ist sie, das, mhm, ist, das bin ich, mhm, aber das ist ja eine wunderbare Kollegin und wenn man ihr zuschaut, kann man viel verstehen. Mhm. Und das ist ja auch durchaus hilfreich, warum nicht? Ja. Ja, und trotzdem bin ich ja ein ganz anderer, absolut, Mensch als, ja, sie. Ja. Ja, da freuen wir uns drauf. Eva Brunner im K2 in Glorious und heute bei mir in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Wir haben einen wunderschönen Sonntagvormittag mit Eva Brunner. Haben über das neue Stück gesprochen und jetzt wollen wir dich wieder mal ein bisschen besser kennenlernen. Geht ja auch immer um dich als Persönlichkeit. Mhm. Entscheide dich, entweder oder. Das sind wunderbare Entweder-Oder-Sätze, die unsere Redaktion vorbereitet hat. Okay. Bin mal gespannt, wie du dich entscheidest. Hier dein erstes Entweder-Oder. Würdest du lieber in die Zukunft reisen oder an der Vergangenheit eine Sache ändern? Oh. Entscheide dich. Naja, ich würde was ändern wollen. Hast du auch eine Idee, was? Nein. Okay. Machen wir das Nächste. Das ist die nächste Frage. Das ist eine große, lange Frage. Nein, das ist eine ganz kleine Frage und die passt so schön zu dir. Würdest du lieber wie Michael Jackson tanzen können oder wie Freddie Mercury singen? tanzen unbedingt. Tanzen? Gar nicht, ja, singen mit Freddie Mercury? Nein. Hast du den Film gesehen, Bohemian Rhapsody? Natürlich. Und im Kammertheater die Show wahrscheinlich auch. Natürlich. Ne? Grandios. Was war besser? Sensationell. Was war besser? Also mir hat das Stück wahnsinnig gut gefallen, muss, mhm, ich sagen. Ja. Und ich habe den Film dummerweise auf Deutsch gesehen. Das war nicht so der Punkt. Ja, ist nicht gut synchronisiert. Nee, und ich fand auch im Film, war das so glatt erzählt. Ja. Mhm. Es hat mir so ein bisschen, ein paar Untiefen haben mir gefehlt, muss, mhm, ich sagen. Aber, mhm, der Typ ist schon super und die Band ist super. Und zum Schluss dieses Konzert, ach, ist Wahnsinn. Ja. Nee, aber das war, mhm, es war toll hier im Kammertheater. Theater oder Film, du hast ja auch schon einiges an Filmerfahrung gesammelt. Was ist für dich unmittelbarer? Theater ist wahrscheinlich, das ist deine Ja, ich habe auch viel, viel mehr Theater gemacht. Mhm.
gemacht als Film. Also das, und das ist kein Zufall. Das Unmittelbare. Ja. Und das Unmittelbare erleben wir gerade im K2. Glorious mit Eva Brunner, zu Gast heute in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Wir spielen Stadt, Land, Quatsch. Eva, siehst du zu Hause auch? Ja. Stadt, Land, Fluss ist auch was, was auf der Liste steht? Unbedingt. Ah, da bist du also erfahren. Bei uns ist, darfst du noch weiter sagen, wenn du was nicht weißt. Okay. Und ich würde sagen, wir spielen bei dir mit dem Buchstaben K. Ja. Wir legen los, die Zeit läuft. Stadt. Köln. Ein Land. Kamerun. Ein Scheidungsgrund. Kacke. Ich weiß nicht. Passt. Wunderbar. Ein Kosename. Darf ein österreichischer Kosename sein? Gibt es einen Kosename mit K? Katzi-Wutzi. Ein Tier. Katzi. Ja, wunderbar. Katzi. Wenn wir schon dabei sind, Katze. Meine Güte. Ein Fluss. Ein Fluss. Küritz. Küritz an der Knatter, gibt es einen wunderbaren Faschingssong. Aber so. Die Knatter ist der Fluss, glaube ich. Ja, genau. Was sagt die Jury? 5 richtige, lassen wir alles gelten. Ich fand den Kosenamen so schön. Was hast du da erfunden? Katziwutzi habe ich gesagt. Katziwutzi? Habe ich noch nie gesagt. Also, Katziwutzi, darf ich dir diese Tasse überreichen? Als Preis für 5? Ich bin gerade Katziwutzi. Ja, ich bin glücklich, danke. Ja, wunderbar. Eva Katziwutzi Brunner ist mein Gast. Sie spielt im K2 in Glorious. Im K2. Hat auch gepasst. Gleich mehr von ihr. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Wir haben Eva Brunner zu Gast, alias Katziwutzi. Sie ist im K2 zu erleben. Das K2 gehört ja zum Kammertheater, ja. Eine große Theaterfamilie in Karlsruhe. Du kommst eigentlich aus Berlin, bist im großen Berlin zu Hause. Ja. Wie quälst du denn im Badische? Kommst du zurecht? Wunderbar. Verstehe ich auch was? Natürlich. Es gibt ja Badische und Unsympathische, das weiß ich schon lange. Ich habe ja auch mal in Konstanz gespielt. Wunderschön. Ja, wunderschön. Das war auch sehr schön. Mhm. Ja, doch, ich fühle mich wohl hier. Finde ich schön. Du hast Kollegen natürlich bei Glorious dabei. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, so, wen erlebt man alles? Wen hat man vielleicht schon gesehen? Dich kennt man ja auch schon. Du hast ja auch schon am Kammertheater K2 na, gespielt. Aber hallo, ja? Aber hallo. Ja, aber das wollen wir jetzt gar nicht ausmehren. Ja. Ja, aber ist zum Beispiel der Sebastian Smulder, den kennt man auch. Mhm. Ne? Der hat jetzt hier auch schon gewirkt und wird auch weiter wirken. Mhm. Und vor allen Dingen kann der wahnsinnig toll Klavier spielen. Das wunderbar. Ist doch irre. Also der spielt den Pianisten. Und er spielt auch echt. Okay. Und übt fleißig. Und das ist, ich finde das echt bewundernswert, muss ich sagen. Ja. Sehr schön. Also tolle Kollegen. Ja. Meine wahre Geschichte. Ich habe immer dabei Wackers wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte, die ich mir ausdenke, die immer zu meinem Gast passt. Und ich habe zum Kammertheater mir eine wahre Geschichte ausgedacht. Das Kammertheater Karlsruhe hat ja eine bewegte Geschichte, große Tradition und schon viele TV-Stars auf der Bühne präsentiert, Eva. Anfangs der 60er Jahre machte dort aber ein Mann seinen ersten Bühnenschritt, der später ein riesiger Showstar wurde. Unter dem Künstlernamen Christian Kort war er engagiert am Kammertheater Karlsruhe. Wer verbarg sich hinter diesem Namen? War es A, Toni Mascher? War es B, Heinz Erhardt? Oder C, Frank Elstner? Oho. Also Heinz Erhardt ist älter, ne? Der wird nicht die ersten Schritte da gemacht haben. Elstner? Echt? Ja, das musst du mir sagen. Ich weiß es doch nicht. Ja, rate mal mit Rosenthal. wir haben noch zwei im Rennen, Frank Elstner oder Toni Mascher? Toni Mascher? Nein. Echt? Also, Toni Marshall? Du tippst doch Frank Elstner. Nee, Toni Marshall. Toni Marshall. Sagst du Toni Marshall? Ich sag Toni Marshall. Toni Marshall. Ja, liebe Neue Welle-Hörer, dranbleiben. Nach dem nächsten Titel lösen wir auf. Wer hat im Kammertheater Karlsruhe unter Christian Kort die ersten Schritte auf der Showbühne gemacht? Gleich mir. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Sie zu Hause am Frühstückstisch rätseln mit Eva und mir gemeinsam. Wer hat am Kammertheater Karlsruhe unter dem Namen Christian Kort die allerersten Bühnenschritte gemacht? Eva sagt Toni Marshall. Was sagen Sie? Es war Frank Elstner. Nee, wirklich jetzt. Ja, schau, hätte ich doch Frank Elstner gesagt. Ist ein Kind des Kammertheaters in Karlsruhe. Süß. Ja, echt? Und hat unter Pseudonym gespielt damals. Okay. Schöne Geschichte, oder? Und Frank Elstner ist ein richtiger Name? Ein richtig großer geworden. Aber ist das sein richtiger Name? Das ist ein richtiger Name. Ah, lustig. Ach, lustig. Ja? Also, Eva, schön, danke. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, wir auch. Wir freuen uns auf Glorious im K2 des Kammertheaters. Ja. Da ist es auch nochmal schön zu sehen für die Kamera. Cool. Zu Hause können Sie es nicht hören. Oh, ja. Alle Infos unter kammertheater-karlsruhe.de. Alles Gute für dich. Ja, bis zum nächsten Mal. Schön. Ciao. Servus. Tschüss.